What's up, Vegan Savages? Ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock auf das Video. Normal habe ich immer mega Bock. Aber ich will das Video machen. Die ganze Story, mal von meinem ganzen Krankheitsverlauf, will ich euch einmal erzählen, denn ich habe so viele Fragen und so viele Leute fragen mich immer, was genau passiert ist und so. Und ich will es einfach einmal mir jetzt noch von der Seele reden, um damit abzuschließen und auch in Zukunft, wenn mich Leute fragen, damit ich nicht alles wieder ansprechen muss und so, sondern einfach auf das Video verweisen kann. Damit ich das habe, mache ich das jetzt. Wird nicht easy, das alles nochmal zu erzählen. Aber ich mache es und ich will auch nicht ewig labern. Ich versuche, dass das Video nicht ewig geht. Ich habe ja schon mal quasi einen Teil 1 gemacht. Könnt ihr oben abchecken, wo ich erzählt habe, wo ich dachte, es wäre jetzt schon vorbei, nachdem eben mein Appendix geplatzt ist und nach der ersten Operation. Da dachte ich, da wäre es ja schon vorbei. Und davon habe ich ja alles schon erzählt. Deswegen, da werde ich fast gar nicht drauf eingehen. Ich werde es nur mal ganz kurz im Schnelldurchlauf das nochmal erzählen. Aber wenn euch das nochmal ausführlich interessiert, dann schaut euch das Video hier oben an. Ich weiß auch nicht, welche Kamera ich benutze. Ich habe gerade zwei Winkel. Ich mache lieber zwei Kameras, weil ich will dieses Video definitiv nur einmal machen. Deswegen, wenn ich nicht in die richtige Linse schaue, dann nimmt es mir nicht übel. Ich werde vielleicht auch zwischen beiden Winkeln hin und her switchen. Mal gucken, aber so habe ich das Video einfach safe im Kasten. Und sorry, dass ich immer noch ein bisschen langsam bin. Ich versuche nicht zu weinen. Ich werde euch von ganz dunklen Situationen erzählen, wo es mir richtig scheiße ging. Situationen, wo ich wirklich dachte, ich sterbe. Wo ich wirklich dachte, ich sterbe. Und ja, werde aber versuchen, es nicht in die Länge zu ziehen und nicht so also auf mega oh, poor little me zu tun, gar nicht. Ich will es euch einfach ehrlich erzählen, genauso wie es war. Für die, die es interessiert, wenn nicht, auch gar kein Problem, echt. Aber wenn es euch interessiert und für die Leute, die in der Zukunft fragen, für die ist das Video. Hab mir eine heiße Schokolade gemacht, als kleinen Mental Support. Da muss ich euch auch das Rezept geben. Ich kam gestern hier an, aus dem Krankenhaus. Und hab's einfach so gefreestylt, zuckerfrei und schmeckt so lecker, ey. Ja, in einem der nächsten Videos zeige ich euch das Rezept. Ich habe auch angefangen, eine Notiz zu machen, so zum Beispiel, wo ich im Krankenhaus war in Bali. Und es ist einfach so schrecklich war, habe ich die ganzen negativen Aspekte von dem Krankenhaus aufgeschrieben. Aber ich habe einfach die ganze Notiz gelöscht und ich mache auch alles ohne Notizen. Denn ich will jetzt hier nicht euch ewig die ganzen Kleinigkeiten aufzählen, wie schlimm das Bali-Krankenhaus war, sondern ich habe einfach auch eine große Dankbarkeit, dass sie mir geholfen haben. Deswegen, wir fangen jetzt einfach an von vorne. Ich war auf Bali, wollte im Winter entkommen, hatte eine gute Zeit, alles nice. Auf einmal, um Weihnachten rum, habe ich so komische Bauchschmerzen, die ich noch nie hatte. Alles okay, war nicht so schlimm, aber war einfach komisch und ich hatte so alle möglichen Theorien, dass zum Beispiel in dem einen Restaurant, wo ich immer war, dass die Hülsenfrüchte in diesen Bällen, so Kichererbsenbälle, dass die noch roh waren und rohe Hülsenfrüchte sollte man ja auf keinen Fall essen, wegen den Lektinen. Lektin heißt das so auf Deutsch, ich glaube. Lektins und die sind eben giftig, deswegen muss man Hülsenfrüchte kochen. Auf jeden Fall, das war nicht der Fall, sondern mein Appendix ist einfach entzündet und das kann durch alles passieren, einfach willkürlich. Irgendwas bleibt stecken, was nicht weiterkommt. Das fängt an, sich zu entzünden. Und das ist wirklich auch mega häufig. Jeder Zehnte wurde einfach der Wurmfortsatz entnommen. Viele sagen der Blinddarm, aber der Blinddarm wird nicht rausgenommen, sondern es ist der Wurmfortsatz. Der Blinddarm bleibt drin und das lateinische Wort ist Appendix oder das englische, deswegen sage ich immer das. Denn Wurmfortsatz, das verstehen dann viele nicht und Blinddarm ist einfach falsch, deswegen sage ich immer Appendix. Und ja, der war einfach bei mir entzündet und ich hatte keine Ahnung. Diese Bauchschmerzen wurden dann über Nacht so schlimm nach einer Woche, so schlimm, wie ich noch nie Schmerzen davor hatte. Und alle haben ja gesagt, ja, das ist der Bali Belly, es geht ein paar Tagen weg, alles gut, alles gut. Und ich war auch so, ja, das wird weggehen, weil ich war noch in meinem Leben noch nie schlimm krank. So, alles ging so nach 2, 3 Tagen weg und ich war sicher so, okay, der Körper, ein paar Tagen ist es weg. Und in Deutschland wäre ich vermutlich voll schnell ins Krankenhaus auch gegangen. Aber in Bali dachte ich mir so, boah, hier wo ich bin, da gibt es eh kein richtiges Krankenhaus. Und dann sitze ich da ewig, die helfen mir nicht, danach geht es mir noch beschissener, ich habe nicht die Kraft dazu. Und es ging mir aber leider schlechter und schlechter und schlechter. Und die Schmerzen sind immer weiter runtergewandert.
auf die rechte Seite. Und jetzt ganz wichtig, erster Riesen-Takeaway. Ich habe schon oft gesagt, aber ich werde nicht müde, es zu sagen. Wenn ihr komische Bauchschmerzen habt oder einfach Bauchschmerzen habt und die sind unten rechts, passt euch unten rechts in die Leiste. Wenn es da wehtut, dann ist es der Appendix und dann sofort ins Krankenhaus. Wenn ihr am früh genug ins Krankenhaus geht, mit leichten Schmerzen, dann ist es so eine einfache Operation. Die machen euch einen kleinen Schnitt hier rein, die nehmen den Wurmfortsatz raus, schneiden es wieder zu. In 3 Tagen könnt ihr euch schon wieder körperlich betätigen, seid ihr schon wieder der Alte. Easy peasy. Aber wenn ihr so lange wartet wie ich, dann entzündet sich der immer mehr, wächst und im schlimmen Fall, wenn man zu lange wartet, dann platzt der, was bei mir der Fall war. Denn ich hatte dann so schlimme Schmerzen und Philipp hat mein Leben gerettet, hat mich einfach, komm Bro, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, sind ins Krankenhaus gefahren, haben dann unten rechts angefasst und ich meinte so, ah, oh, genau da. Und dann wussten sie, okay, ist der Appendix, haben mich dann in ein größeres Krankenhaus gebracht und da wurde ich dann auch operiert. Es hat ewig gedauert, ich bin da die ganze Zeit fast umgekippt, ich habe so geschwitzt, weil ich hatte solche Schmerzen, ihr müsst euch vorstellen, mein Appendix ist schon geplatzt. Und ich meinte, liefert mich bitte doch einfach ein. Und die hatten da wirklich überhaupt keine Sympathie. Die waren nur, wait a moment, have a seat. Und die anderen, die da im Wartezimmer waren, da im Eingangsbereich, die waren noch so, what the fuck, liefert den doch bitte schnell ein. Dem geht's gar nicht gut. Ich bin da wirklich so fast immer umgekippt. Ich lag da so total verschmitzt. Mir ging's so scheiße. Ich war so, was ist mit meinem Körper los? Weil ich hatte dann schon Ultraschall und wusste, es ist das. Und auch mein Bruder hat mir erzählt, dass es eigentlich eine easy Operation ist. Er wusste halt auch noch nicht, dass er geplatzt ist. In dem Moment wusste ich auch noch nicht, dass er geplatzt ist. Ich dachte, ich kriege halt auch diesen kleinen Schnitt hier und es wird rausgenommen. Aber ja, dann war ewig mit der Versicherung. Die Versicherung hat mir garantiert, dass sie alles zahlt. War ich so, oh, danke. Und ich habe der Versicherung genau gesagt am Telefon, 3 verschiedenen Leuten, was aufgezeichnet wurde, wann ich nach Bali ankomme. Denn später in der Story werde ich euch erzählen, dass mich die Versicherung fallen lassen hat. Weil ich paar Tage aus dem Versicherungsschutz draußen war. Aber ich habe ihnen davor gesagt, wann ich in Bali ankam. 4. November. Was haben sie da über eine Stunde geprüft, um zu versichern, dass sie alles zahlen, während ich da fast umgefallen wäre, fast krepiert wäre im Wartezimmer? Was haben sie geprüft, wenn ich das Wichtigste, ob ich im Versicherungsschutz bin? Und hätte ich von Anfang an gewusst, dass die Versicherung nicht zahlt, hätte ich ganz andere Entscheidungen getroffen. Wäre ich nach der ersten OP irgendwie sofort nach Hause geflogen, denn jeder fucking Tag im Krankenhaus kostet über 1.000 Euro, jede Operation um die 10.000 Euro und in diesen 1.000 Euro jeden Tag Krankenhaus, da ist nichts dabei. Medikamente, Essen, alles mögliche kommt noch oben drauf. Es ist eine riesen Rechnung geworden, 15 Seiten oder so, oh mein, egal, dazu komme ich später, ich wollte es euch nur kurz sagen. Dann wurde ich eingeliefert und am nächsten Morgen in der Früh wurde ich dann operiert und weil der Blinddarm eben geplatzt war, mussten sie mir eben unterm Bauchnabel einen großen Schnitt machen, um den rauszunehmen. Und es hat sich auch schon so viel Eiter gebildet, da und sogar schon auf der anderen Seite und in meinem Becken. Sorry, ich mache mein Handy mal lautlos. Geht gleich in Flugzeugmodus. Und den ganzen Eiter rausgeholt, Narbe zugemacht und dann, das war wirklich, wenn ich zurückschaue, easy. Mir ging es dann so schnell besser, weil ich hatte noch meine ganzen Muskelmasse. Mein Körper hat sich schnell regeneriert, die Entzündungswerte und so waren halt alles mega hoch und alles, aber mir ging es schnell besser, ich hatte keinen Darmverschluss nach der ersten Operation, ich hatte sofort erstmal Durchfall, ganze Bett voll gekackt, einfach, weil ich konnte ja noch gar nicht aufstehen mit diesen Schmerzen, einfach in die Windeln, die ganze Nacht, die Krankenschwestern haben mir auch so leid getan. Dann konnte ich ein paar Tage später aufstehen, dann konnte ich aufs Klo, hatte Stuhlgang, alles hat geklappt. Und wurde dann so nach 4 Tagen entlassen, war dann in der Villa in Bali und wollte halt regenerieren und wäre auch schon sofort nach Hause geflogen, aber ich wusste, die Versicherung zahlt alles und der Arzt hat gesagt, ich soll nicht 7 bis 10 Tage nach der OP fliegen, deswegen dachte ich, mach ich mir auf Nummer sicher und warte. Hätte ich gewusst, dass die Versicherung nicht zahlt, wäre ich einfach geflogen, denn ich hätte so Angst vor Komplikationen, dass ich dann so viel mehr hätte zahlen müssen. Die Komplikation kam leider. Ich hatte auf einmal wieder solche Schmerzen, da wo der Appendix war, unten rechts in der Leiste und Fieber. So geschwitzt in der Nacht. Mir war so heiß und Fieber ist halt gar kein gutes Zeichen. Fieber ist, der Körper erwärmt sich, um eben Viren zu töten. Bin ich wieder ins Krankenhaus gefahren. Die Kondition da, jetzt wo ich den Vergleich habe zu Deutschland, das war alles so langsam, die Kommunikation
ist so schlecht und es dauert alles ewig. Ich glaube, habe ich gerade schon gesagt. Auf jeden Fall haben sie dann einen CT-Scan gemacht. So alte Geräte da. Ich lag da über eine halbe Stunde in der Röhre und dann das Bild war so schlecht, dass sie nicht sehen konnten, ob da ein Abszess ist oder nicht. Und dementsprechend haben sie mich einfach aufgeschnitten, eine zweite Operation, einfach nur um zu gucken. Und diese Operation war wahrscheinlich der größte Fehler und hat mich aus dem Leben gefickt. Nach der ersten Operation, ich habe es euch erzählt, ich bin easy recovered, aber die zweite Operation, sie haben die gleiche Narbe wieder aufgeschnitten, gesehen, hey, da ist kein Abszess, sondern es ist einfach krass entzündet. Meine Entzündungsmarker waren so hoch, wirklich das 30-fache vom Normalbereich. Irgendwie 10 bis 20 ist normal. Ich war bei fast bei 300. Und dann ja, alle Antibiotika bekommen und so. Aber wo ich von der zweiten OP aufgewacht bin, mir ging es wirklich, neben diesen Schmerzen, weil es halt so krass entzündet war, ging es mir gut. Aber wo ich nach der zweiten OP aufgewacht bin, ging es mir so dreckig. Ich konnte nichts essen. Mir war so schlecht. Ich habe so hart gekotzt. Wirklich nur, ich hatte ja nichts in mir, nur Galle kam raus. Und die Narbe, jedes Mal kotzen, war wie der härteste Messerstich in den Bauch, weil diese frische Narbe, au, jetzt tut's ja auch weh. Vielleicht muss ich auch mal dann Pause machen. Weil so viel reden. Und meine Atmung ist auch noch nicht so gut. Tut echt weh. Aber egal, ich will das Video jetzt hinter mich bringen. Das hat so weh getan, das Kotzen. Und ich hatte solche Schmerzen, ich konnte nicht schlafen. Meine ganze Energie, alles wurde so ausgelaugt. Und ich konnte halt nicht aufs Klo. Ich hatte einen Darmverschluss, weil der Darm, wenn man einfach zweimal den Bauch aufschneidet und der Darm hat dann einfach keinen Bock mehr. Der schläft dann ein. Noch durch die Narkose, durch die ganzen Antibiotika, durch die ganzen Medikamente. Und ich habe ja harte Medikamente bekommen, weil ich solche Schmerzen hatte. Einfach der ganze Bauch hat so weh getan. Habe ich halt die härtesten Schmerzmittel genommen, was wirklich Drogen sind, wie Heroin. Die wirken halt auch extrem krass. Und ja, eine Woche ist verstrichen. Ich konnte immer noch nicht essen. Mir ging es so dreckig. Und dann, es ging nicht mit dem Klo. Der Darmverschluss ging nicht weg. Ich habe jeden Tag die härtesten Einläufe bekommen. Das waren die erst so normale Einläufe, wie ihr es kennt, so kleine, die haben gar nichts gebracht. Dann kamen die mit so riesen Dingern an, wo dann so viel von dieser Lösung in meinen Arsch rein. Und es war so unangenehm und dann musste ich das immer halten, aber es kam einfach immer nur wieder Wasser raus. Und die haben mich halt gezwungen dann zu essen, wo mir nicht mehr schlecht war. Und ich habe halt dann gegessen, aber was ist passiert? Mein Bauch ist größer und größer geworden, denn alles hat sich angestaut. Und ich war so, oh mein Gott, mein Bauch schwillt so an. Wir haben einen X-Ray-Scan gemacht und die waren, ach, das war alles so schlecht. Die hatten alle keinen Plan, die Kommunikation war, niemand konnte es mir sagen. Ich bin so froh, dass ich meinen Bruder hatte, der hat mir mal Sprachnachrichten geschickt und er meinte, sagt ihnen, die sollen jetzt ein X-Ray machen, damit wir sehen, wie es aussieht. Und nur deswegen haben sie es gemacht, weil ich drauf bestanden habe. Selber hätten die es gar nicht gemacht. Und in dem X-Ray hat man eben genau gesehen, dass der ganze Kot hart geworden ist und überall in meinem Bauch schon ist und sich schon Luft überall in meinem Darm, überall gebildet hat, im Magen und noch in anderen Bereichen, was auch überhaupt nicht gut ist. Hätte eine Magensonde gebraucht, um das rauszuholen. Aber die hatten es nicht drauf, mir eine Magensonde zu geben. Die haben mich gestört. Wirklich, ich habe jetzt eine Phobie vor Magensonden. Die haben mir das, falls ihr nicht wisst, eine Magensonde, die kommt durch die Nase rein und geht dann bis zum Magen. Und alles, was im Magen ist, pumpt es dann ab, damit, falls es aus dem Magen nicht rauskommt oder so, damit der Magen nicht so voll ist und ihr euch dann nicht die ganze Zeit übergeben müsst und so. Also so habe ich verstanden. Und die haben das dann, und es geht halt nur, wenn du schluckst, dann kannst du es weiter runter machen. Und ich schlucke, aber wenn man einfach nicht so viel Speichel hat, dann braucht man immer ein bisschen zum Schlucken. Und sie drücken es dann weiter rein. Und es hat so weh getan. Und ich meine so, stopp, 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 put it out. Und die drücken es weiter rein. Ich fange so an zu weinen. Und sie hören nicht auf. Und das hat mich so gestört, dass die einfach
gegen meinen Willen weitergepresst haben und sie holen es raus und es war so blutig. Sie haben mir das wirklich so richtig blutig gemacht. Und dann haben sie es nochmal probiert und ich meine so, bitte, bitte, mach das langsam, bitte, bitte. Und sie haben es wieder nicht gemacht, die haben es mir wieder reingepresst und es hat nicht geklappt. Und dann immer, wenn sie gesagt haben, oh shit, sorry, immer wenn sie gesagt haben, Magensonde, mein Körper hat so angefangen zu weinen und zu hyperventilieren. Ja, und dann musste ich ohne Magensonde klarkommen, heißt wieder gekotzt, wieder die ganze Zeit Schluckauf. Ich hatte die ganze Zeit Schluckauf, einfach um Luft, damit Luft rauskommt. Und der Schluckauf, der ging einfach nicht weg, teilweise über Stunden. Ich sitze da ohne Energie, ich bin so ausgelaugt, ich bin so tot, weil ich nicht schlafen kann, weil ich nichts in mir drin habe. Und muss dann einfach aufrecht sitzen und habe Stunden Schluckauf. Und jedes Mal schlucken tut so weh. Ich hatte aber einfach das ganze Spektrum von Schmerzen erfahren. Und ja, mein Magen hat sich weiter und weiter aufgebläht. Und dann auch meine Hoden. Die sind so angeschwollen. Ich hätte nie gedacht, dass mein Hodensack so anschwellen kann. Der war wirklich 6-7 Mal so groß. Ohne Scheiß. So groß, wie ich es euch gerade zeige, wie meine beiden Hände voll. So groß war mein Hodensack und ich hatte solche Angst, weil ich dachte, der platzt gleich, der kann nicht mehr weiter wachsen, aber er wächst, der platzt gleich, mein Bauch ist so angeschwollen. Was ist hier los? Gib mir einen Ultraschall und natürlich, da ist alles so langsam, du wartest Stunden auf den Ultraschall. Ich habe um mein Leben Angst, weil ich nicht weiß, was passiert. Werden meine Hoden platzen? Muss mein Penis amputiert werden? Werde ich jemals wieder Sex haben können? Und dann hatte ich endlich meinen Ultraschall und die Frau im Ultraschall, die gehört echt entlassen. Die hat geguckt, als wäre ich todkrank, so als ihr Gesichtsausdruck. Ich war so, oh mein Gott, was ist los, was ist los? Und die können halt alle überhaupt kein Englisch. Und sie labert die ganze Zeit irgendwas von Tumoren, als hätte ich, dass ich die schlimmsten Tumore hätte. Und dann versuche ich so, erklären Sie mir, ich habe einen Tumor, aber dann kann sie kein Englisch. Und natürlich letztendlich, ich habe keine Tumore. Die kann doch nicht einfach sowas sagen. Ich kam dann hoch in mein Bett. Keiner sagt mir was, weil den Arzt sieht man da maximal so einmal am Tag. Kein Arzt war am Abend da im Haus. Nur die Nurses, mit denen man, ich überhaupt nicht kommunizieren könnte. Ich frage sie so, was ist da los, was ist da los? Hab ich, bitte erklären Sie mir. Pupu? Did you pupu? Das war so das Einzige, was sie mich fragen konnten, ob ich gepupt habe. Und dann war ich da einfach wieder eine weitere Nacht in diesem dunklen Zimmer, aufgeschwillter Bauch, aufgeschwillte Hoden, Todesschmerzen, ich weine um mein Leben, so das war ein Moment, wo ich dachte, sterbe ich jetzt, ich weine um mein Leben, ich habe noch nie so doll geweint, ich habe geweint, ich konnte nicht aufhören zu weinen, ich habe Stunden geweint und irgendwann, ich hatte gar keine Kraft mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte mir einfach nicht mehr die Tränen abwischen. Ich konnte nicht mehr mir die Tränen abwischen. Dass ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt aufhören zu weinen. Ich habe solche Kopfschmerzen. Alles tut mir so weh. Ich habe wahrscheinlich Tumore. Meine Hoden platzen und ich weiß nicht, was los ist. Und keiner hilft mir. Es muss doch jetzt eigentlich sofort ein Arzt reinkommen. Und mir helfen. Jemand muss mir doch helfen. Und ich bin hier allein. Aber hier sind nur Krankenschwestern, die mich nicht verstehen und die keine Sympathie haben. Und ich bin gefangen in diesem Drecksland. Und ich werde jetzt hier sterben. Das war so einer der ersten Momente, wo ich dachte, ich sterbe. Mann, ich wollte nicht weinen. Aber das war so eine schlimme Nacht. Und solche Schmerzen, wo ich einfach auch keine Ahnung habe, wie ich die deuten soll. Und dann fingen erst die richtigen Schmerzen an. Ich dachte ja schon, ich weiß, was schlimme Schmerzen sind. Aber dann fingen die kolikartigen Schmerzen an. Falls ihr nicht wisst, was kolikartige Schmerzen sind, das sind wehenartige Schmerzen, die ganze Zeit kommen, wie Wehen, wo euer Bauch so zusammen, sich zusammen, euer Darm so zusammen presst mit peristaltischen Bewegungen, um sich versucht zu bewegen, aber es klappt einfach nicht und der Magen versucht es einfach, der Darm meine ich, so krampfartig
Und das tut so weh. Und es ist nicht so alle 10 Minuten oder halbe Stunde mal, alle 30 Sekunden. Es gab nie ein paar Minuten Pause. Alle fucking 30 Sekunden ungefähr. Und es ist solche Schmerzen, dass ich mir meine Hände in meine Beine presse, um den Schmerz zu verteilen, anfange zu zählen, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, wie ich sonst den Schmerz aushalten könnte. Und das war einfach wegen diesem fucking Darmverschluss, haben diese peristaltischen Schmerzen nicht aufgehört. Ich hatte sie 3 Tage in Bali und ich konnte keine Sekunde in diesen 3 Nächten schlafen. Ich war so aus, ich dachte schon, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, nach diesen ganzen Komplikationen und immer mehr, wie viel mehr kann mein Körper ertragen? Wie viel mehr kann mein Körper ertragen? Wenn man nicht schläft für Tage, wenn man nicht isst für Wochen, wenn man solche Schmerzen hat, so viel Stress, so viel weint. Ich habe mich immer gefragt, wie viel mehr kann mein Körper ertragen? Ich habe überhaupt keine Energie mehr. Und dann wusste ich so, okay, wenn ich jetzt nicht nach Deutschland fliege, dann sterbe ich hier. Und dann habe ich alles in meiner Macht getan, den Ärzten vorgegaukelt, dass es mir besser geht, dass ich die Flugbescheinigung bekomme. Und die auch so glauben mir einfach, anstatt mich irgendwie untersuchen, ah ja, alles gut, okay, dann können sie fliegen. Haben mir noch so scheiß Tabletten gegeben, die ich meinem Bruder auch geschickt habe. Er meinte, das ist eine völlig dumme Kombination von Antibiotika, die so kontraproduktiv sind. Und die haben so viel Scheiße da wahrscheinlich gebaut. So viel, so die Krankenschwestern sind so schlecht ausgebildet. Die so, die geben mir einfach so, so zum Beispiel so ein Laxative, so ein Abführmittel, so ein orales und so eine Spritze, direkt nachdem ich was gegessen habe. Und alles in meinem Magen brennt und ich so, ah, solche schlimmen Schmerzen, das war alles so on fire. Und dann google ich und dann steht da, auf keinen Fall direkt nach dem Essen nehmen, sondern warten, weil sonst das alles entzündet und brennt. Und die überhaupt keinen Plan. Und denkst du, der hat sich dafür interessiert? Und denkst du, der hat sich das gemerkt, dass er beim nächsten Patienten ihm das nicht sofort gibt? Dem war das so gefühlt alles scheißegal. Oh, Pupu, did you Pupu? Das war, also, sorry, dass ich mich jetzt hier so beschwere, aber ich musste da wirklich mein eigener Arzt die ganze Zeit sein. Das war einfach so dreckig da. Das Krankenzimmer direkt neben der lautesten Straße, diese ganzen Scooter. Sin, 24/7. Draußen war es einfach so heiß, diese Sommer-Vibes, wo ihr halt rausgehen wollt und es so nervt, drin zu sein. Und dann die Klimaanlage so scheiße gebaut, dass sie nur in mein Gesicht blasen kann. Und natürlich muss ich sie mal anhaben, sonst ist viel zu heiß. Mein Hals hat so weh getan, aber ich musste sie mal anhaben. Ich denke mir so, wieso baut man das so, dass das Krankenbett direkt da steht, wo die Klimaanlage hinbläst? Lauter so Kleinigkeiten. Im Badezimmer haben die so einen toxischen Geruch mit irgend so einem Duftstoff dahin gebaut, der so stark war, dass mir immer so schlecht wurde und dementsprechend hat das ganze Zimmer auch immer danach gerochen und mir wurde davon immer so schlecht. Das Krankenhaus war so klein und so schlimme Fälle passieren da in Bali, was ich da immer im Krankenhaus gesehen habe, wie einfach Leute eingepackt sind, die da gestorben sind, wie Leute getrauert haben, um Leute gestorben sind, wie Leute da reingekommen sind, wo ich wusste, okay, die werden wahrscheinlich sterben. Und wenn man einfach jeden Tag kranke Menschen sieht und es geht einem so scheiße, das sind so scheiß Vibes, die einem so runterziehen. Und es, die ganze Bali-Erfahrung im Krankenhaus, das war für mich so ein Gefängnis. Und diese fucking Schmerzen, dieser fucking Darmverschluss, nicht zu wissen, was ist mit meinem Darm jetzt los? Sorry, die Kameras sind ausgegangen, ich habe sie wieder angemacht. Und einfach, ja, diese fucking zweite Operation, wieso, das war einfach so eine Fehloperation. Und dann, ja, also, sorry, ich bin gerade abgeschweift. Dann habe ich eben so runtergespielt, ja, es ist schon okay, ich kann nach Deutschland fliegen. Habe ich dann das okay bekommen, mit halt diesen kolikartigen Schmerzen. Ich war um mein Leben ausgelaugt, weil ich konnte nicht schlafen. Die haben nicht aufgehört, diese kolikartigen Schmerzen. Dieses so zu leben, ich war die ganze Zeit, ich habe wirklich Selbstmordgedanken gehabt, weil ich wollte einfach nur Erlösung. Und dann war das noch so schwer, nach Hause zu kommen. Weil erstmal habe ich dann erstmal ruft mich dann der Versicherungsmann an, habe ich euch schon im Q&A erzählt, und erzählt mir dann so, ja, wir zahlen gar nichts. Erstmal, wie kann man jemand in so einem Zustand solche Neuigkeiten bringen?
warte doch einfach, bis ich in Deutschland bin und es mir besser geht. Ich habe am Telefon so einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe so geweint, ich habe das erste Mal in meinem Leben so richtig hyperventiliert. Ich konnte meinen Atem nicht mehr einkriegen. Und dann meinte er auch so, okay, wir reden mal anders. Und ich lag dann so mit den schlimmsten Schmerzen, ich konnte mich nicht einkriegen. Danach wurde es alles noch schlimmer. Ich war so, fuck, ich bin nicht nur am Sterben, sondern ich bin jetzt auch noch pleite. Denn da wusste ich auch noch gar nicht, sind es jetzt nur so 20.000 Euro, 30, 40 oder 50.000 Euro? Und einen großen Teil hat die Versicherung schon bezahlt und ich musste dann halt den Rest noch zahlen, sonst hätte ich aus dem Krankenhaus nicht rausgehen können. Und es waren dann noch 11.000, 12.000 Euro, die ich zahlen musste. Und ich war so, fuck, wenn ich das nicht zahle, lassen die mich nicht gehen, dann kann ich nicht nach Hause fliegen und dann sterbe ich hier. Und dann musste ich mit den schlimmsten Schmerzen, ohne jegliche Energie, meine Bank anrufen, um mein Kreditlimit zu erhöhen, ewig hin und her telefonieren, es hat geklappt, aber dann in Bali mit ihren scheiß alten Maschinen hat es nicht geklappt, dann mit meiner Mutter 100 verschiedene Kreditkarten von allen ein bisschen was abheben, Stunden gedauert, ich mit Todesschmerzen, aber ich war so, wenn ich das nicht schaffe, sterbe ich, wenn ich das nicht schaffe, sterbe ich, ich muss es machen, so viel Stress, ich war so, fuck, ich muss heilen, ich muss mich entspannen, aber ich muss das machen, aber ich habe es geschafft, ich habe bis zum letzten Cent dann alles überwiesen, Stunden, Flug gebucht mit Philipp. Und am nächsten Morgen, ganz in der Früh, losgegangen, habe mir die härtesten Schmerzmittel reingetan. Philipp hat mich so unterstützt. Ich war einfach eine Leiche. Ich wurde von Todessern quasi ausgesaugt. Er hat meinen Koffer getragen. Er hat alles übernommen. Er meinte, Bro, I gotcha. Mir einen Rollstuhl besorgt. Dann am Flughafen wollten die mich nicht fliegen lassen, weil sie einfach gesehen haben, fuck, der ist tot. Und wir wollen dann nicht das Flugzeug notlanden lassen, weil es ist so teuer. Und dann muss ich da noch so tun, runterspielen, dass es mir okay geht. Der Typ am Telefon erzählt der Ärztin halt meinen Krankheitsverlauf, aber die haben alle keinen Plan und kann den Verlauf nicht lesen und hat noch nie in seinem Leben Appendix gehört, so überhaupt kein Diss oder irgendwas, aber ich wusste einfach, wenn ich dir nicht richtig erkläre und es runterspiele und diesen krassen Krankheitsverlauf sieht, dann lässt sie mich nicht fliegen und dann meine ich so, gib mir das Telefon, er hat es mir nicht gegeben. Und ich musste einfach drauf bestehen. Ich muss das schaffen, weil sonst kann ich nicht fliegen. Ich hatte die ganze Zeit auch so eine Panik, so viel Stress, weil ich einfach, nein, wenn ich jetzt hier das scheitere, dann muss ich zurück ins Krankenhaus und ich sterbe, weil irgendwas ist hier gar nicht gut mit meinem Bauch. Ich habe diese schlimmen Schmerzen. Ich bin voller Kot. Ich bin so aufgebläht. Ich platze gleich. Ich sterbe. Und die kriegen das in Bali nicht hin. Die machen das nur schlimmer. Diesen Stress, den man da hat, das wünsche ich niemandem. Und dann habe ich eben das Telefon bekommen, runtergespielt. Ja, war nur, der Blinddarm wurde rausgenommen, alles gut, so bla bla bla. Puh, dann ging es ins Flugzeug. Schlimmster Flug meines Lebens. Ich hatte den ganzen Flug diese kolikartigen Schmerzen, die sich hochgezogen haben in meine Schultern, in mein Herz. Ich hatte solche Herzschmerzen, mein Herz hat so gepocht. Und da dachte ich wieder mehrmals, ich würde sterben. Ich meine so, fuck, wir sind hier 2 Stunden im Flug, es dauert noch mehr als 16 Stunden, jede Sekunde ist so schmerzhaft, ich zähle wirklich die Zeit runter und dann an irgendeinem Punkt, wo ich solche Herzschmerzen habe, solche Schmerzen, so wenig Energie, dass ich wirklich die ganze Zeit so fast ohnmächtig wurde, war ich so, okay, ich sterbe jetzt hier wahrscheinlich und habe dann so an alle Freunde gedacht, wo noch irgendwas in der Luft ist, irgendwas, was noch nicht geklärt ist, irgendwas Dummes. Und habe dann allen Freunden einen langen Text geschrieben, den ich denen dann bei WhatsApp gesendet habe, dass, falls ich sterbe, dass ich es dann noch bekomme oder jemand anders, sobald mein Handy halt online ist, wird es ja geschickt. Es war an Tanja, an Nico, an Benny, an Philipp, an Hannes. Das war damals mein bester Freund, wir haben uns dann so auseinandergelebt. Ja, an die Personen, um noch alles so ins Reine zu bringen. Und fragt mich nicht, wie ich den Flug überlebt habe. Es war so schlimm. Die Sekunden sind langsam verstrichen. Und wenn einfach ein Flug einen Tag dauert und ihr so bei einem langen Flug, so meine Perspektive haben sich von allen so geändert, so von langen Flügen. Man hat schon alles gemacht. Man hat gar keinen Bock mehr zu sitzen. Man wartet einfach, bis die Zeit vergeht. Dachte ich, so ein voll unangenehmes Gefühl. Aber wenn man einfach denkt, man stirbt, man hat die schlimmsten Schmerzen. Man zählt die Sekunden und hat so einen langen Flug. Das wünsche ich niemandem. So, ich konnte nicht Filme angucken oder irgendwas, weil der Film, es war so schmerzhaft, es anzugucken. Es gibt einfach kein Joy. Es gibt einfach kein,
kein Entertainment, keine Ablenkung, weil es solch schlimme Schmerzen sind, dass du es einfach nur durchstehen musst und du denkst, du schaffst es nicht. Auf jeden Fall, ich kam an und ich war dann einfach nur so, meine Mutter wartet, sie kommt von München, meine Mutter steht in Tegel am Flughafen, ich werde meine Mutter umarmen, ich werde meine Mutter umarmen, ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Das Umsteigen war so fucking schlimm. Philipp ist mein Engel, mein Schatz, mein Lebensretter, wirklich Lebensretter, überhaupt nicht übertrieben, er hat mir so oft das Leben gerettet. Er hat mir so ein Golfauto klar gemacht, das mich dann zu dem neuen Terminal gefahren hat, denn laufen, das wäre für mich eine Weltreise gewesen, ich hätte niemals den neuen Flug erwischt. Und er hat es mir klar gemacht. Ah, oh, sorry, ich habe gerade solche Schmerzen. Egal, wir machen das Video jetzt zu Ende. Und ja, ich kam in Tegel an. Ich habe meine Mutter umarmt. Ich habe so geweint. Nach Hause in meine Wohnung. Ich dachte so, ein bisschen Schlaf. Weil ich dachte die ganze Zeit so, ich muss einfach nur kacken. Ich muss einfach nur aufs Klo gehen können. Dann kommt das alles raus und der Darmverschluss endet und die kolikartigen Schmerzen enden. Ich bin zu Hause, ich kann nicht schlafen, weil ich habe immer, die Schmerzen hören nicht auf. Es ist Nacht, ich warte, okay, ich will, dass meine Mutter noch ein bisschen Schlaf kriegt. Ich war so, fuck, die Schmerzen werden so schlimm. Ich sage so leise, Mami, 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 immer lauter. Meine Mutter wacht auf, wir fahren ins Krankenhaus. Charité, Lebensretter. Die kommen da einfach sofort, ich werde sofort aufgenommen. Die kommen sofort. Geben Sie mir ein gutes Schmerzmittel, ich bin entspannter. Sie kommen sofort mit dem Ultraschallgerät reingefahren. Ich war so, was, ihr könnt es reinfahren? Ich muss nicht einen halben Tag warten, bis ich einen Ultraschall bekomme. Ihr fahrt einfach mit dem Gerät rein und er sucht mich sofort. Bekomme 10 Minuten später einen CT-Scan. Was? Ich bekomme einfach, ich muss nicht wieder ein, zwei Tage warten auf so einen fucking Scan. Ich bekomme ihn einfach sofort. So ein neues Gerät. Der CT-Scan hat ein paar Minuten gedauert. In Bali lag ich über eine halbe Stunde mit den schlimmsten Schmerzen dieser Röhre. CT-Scan gemacht, super neues Gerät, dementsprechend konnte man super sehen, was Sache ist. Und mein Darm hat sich da so übereinander gestülpt, wo die peristaltischen Schmerzen waren, die kolikartigen Schmerzen waren, was auch erklärt hat, wieso diese Schmerzen so krank schlimm waren. Und sie dachten, im besten Fall können wir den Darm da einfach wieder so rausziehen und einfach mit so einem kleinen Operation an der Seite, 40 Minuten, dann ist wieder alles gut. Und ich war auch so, nein, 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 ich muss nicht operiert werden, ich muss nur Stuhlgang haben, dann kommt alles raus und die Schmerzen gehen weg, nein, 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 weil ich wusste, wie mich die zweite Operation aus dem Leben gefickt hat. Und ich war so, wenn ich noch eine Operation habe, dann ist mein Darm so eingeschlafen, der Darmverschluss ist so krass, ich wusste einfach, wie kaputt ich nach der zweiten Operation war. Ich war so am Ende. Ich habe es euch ja ein bisschen erzählt. Und nach einer dritten, ich wäre tot. Und ich habe euch auch, was ich euch noch nicht erzählt habe, nach der zweiten Operation, ich hatte auch solche Rückenschmerzen, weil meine Muskeln sind natürlich weggeschmolzen, immer mehr und mehr. Und ich liege die ganze Zeit nur im Krankenhausbett und ich kann nur auf dem Rücken liegen, weil ich solche Schmerzen habe. Und der Rücken, das sind dann solche kranken Rückenschmerzen, die so stechen, dass der Schmerz vorne genauso schlimm ist wie hinten. Und dann bewegt ihr euch irgendwie und alles, was dem Rücken gut tut, so auf dem Boden liegen, tut am Bauch so weh. Und alles, was am Bauch entspannt ist, tut dem Rücken so weh. Und das ist einfach, ihr weint nur, ihr seid am Boden und ihr fragt euch, wie viel kann ich noch ertragen? Wie viel kann ich noch vertragen? Wieso habe ich das verdient? Ich will nur Erlösung. Albtraum. Diese ganzen Schmerzenpaletten. Auf jeden Fall, da hatte ich so ein Nervenzusammenbruch, wo sie mir eben erzählt haben, du musst operiert werden und zwar jetzt schnell, so in einer Stunde. Ich habe so geweint. Ich meine, mein Bruder angerufen, meine Mutter, ich meine, ich packe das nicht noch eine dritte Operation. Ich hatte so Angst davor aufzuwachen, weil ich einfach wusste, wie schlimm es nach der zweiten war. Und dann hat mein Bruder es mir aber so gut erklärt, dass die müssen das machen. Okay, dritte Operation, ich komme in den Operationenraum. Alles so Hightech, ich war so dankbar. Ich habe zu denen gesagt, hey, es ist euer Job. Ich weiß, es ist euer Job, aber ich bin euch so dankbar. Danke, dass ihr mir alle hilft. Und dann mache ich von der dritten Operation auf. Mir ist so kalt, ich habe so gefroren. Mir wurde einfach nicht warm, die geben mir Wärmedecken. Mir war so kalt. Und das hat sich rausgestellt.
war nicht nur eine 40-minütige Operation, es war eine über 3-Stunden-Operation, denn es sah einfach gar nicht gut aus in meinem Bauch. Mein Darm ist einfach fucking geplatzt. Sorry, ich sag immer Darm, ja doch, der Darm, genau. Ja, der Darm. Sorry. Er ist einfach geplatzt. Dementsprechend mussten sie schnell meinen Bauch aufschneiden. Nicht nur wieder unterm Bauchnabel, sondern durch den Bauchnabel hoch in meinem Bauch, weil sie einfach so viel Platz gebraucht haben. Mussten schnell meinen Darm zunähen und den fixen. Die ganze Scheiße rausholen. Also es ist ja noch keine Scheiße. Es ist ja nur noch die Vorstufe von Scheiße. Durch meinen Mund, durch meine Nase, durch meinen Bauch. Allein durch meinen Mund kam 1,5 Liter. Alles musste raus, alles musste gefixt werden. Eine Sache habe ich euch gar nicht erzählt, genau in Bali. Diese scheiß Katheter auch. Unten einen Katheter zu haben. Und in Bali, die haben es mir so viele Tage drin gelassen. Das ist ein Schlauch, der durch euren Penis geht, zu eurer Blase, dass einfach das Wasser rausfließt, dass während der Operation ihr nicht irgendwie pinkelt, sondern das einfach rausfließt. Und eigentlich nimmt man den dann am Ende der Operation schon raus. In Bali haben sie es mir einfach tagelang drin gelassen. Und es hat so weh getan. Und beim ersten Mal rausnehmen, wenn der diesen Schlauch durch den Penis kommt, das hat den Penis innen so verletzt, das hätte man bestimmt auch viel besser machen können, dass ich solche Schmerzen hatte, immer wenn ich gepinkelt habe. Aber alles okay. Aber nach der zweiten OP, den Katheter drin zu haben, waren einfach konstant Schmerzen über Tage. Ihr spürt einfach jede Sekunde in eurem Penis diese scheiß Schmerzen, die so wehtun. Deswegen, ich habe die ganze Palette von Schmerzen erfahren. Alles so, das waren so eklige Schmerzen. Und dann, oh, wo er es rausgeholt hat. Oh, okay, egal, kurz abgeschwiffen. Bin aufgewacht, mir war arschkalt, war noch hart unter Drogen und dann haben sie mir eben erzählt, es war doch eine kranke Operation. Ich gucke so auf meinen Bauch, ich war so, fuck, was ist da denn passiert? Eine riesen Narbe, die Narbe war einfach noch offen, denn da musste einfach noch Magen, Magenzeugs rauslaufen, Sekret, here we go, Magensekret rauslaufen, da hatte ich so ein Gerät. Oh Mann, die Batterie blinkt, ich mache ganz kurz Pause. Okay, ja, die Narbe war auf jeden Fall offen, hatte hier so ein Gerät, an der Seite war es offen, da war ein Schlauch, wo noch irgendwas rausgeflossen ist, auf der anderen Seite war es offen, nee, also da war es zu, aber da wurde auch, da war auch eine Narbe. Dann hatte ich eine Magensonde drin. Was hatte ich noch an Geräten? Der Katheter war Gott sei Dank draußen. Und dann lag ich da im Aufwachraum und langsam wurden dann die ganzen Schmerzmittel haben nachgelassen. Und dann fing die, und dann, wie ich es eben gedacht habe, nach der dritten Operation, es hat mich doppelt, dreifach, unendlich aus dem Leben gefickt. Der ganze Bauch hat so weh getan. 1000 Messerstiche. Ich hatte solche Schmerzen. Ich konnte kaum atmen. So konnte ich atmen. Weil einfach, wenn da so viel passiert, so eine Bauchstelle ist, dann kann man einfach kaum atmen. Mein Zwerchfell, alles war so schwach. Meine Muskeln und alles war so schwach. Ich hatte wieder so starke Rückenschmerzen. Noch stärker als davor. Alles hat so weh getan. Die Magensonde hat so weh getan. Jedes Mal schlucken hat so weh getan. Ich konnte mich nicht räuspern. Ich hatte so einen trockenen Hals. So trocken. Ich habe getrunken und das Wasser hat sich einfach nicht mit meiner Haut, es wurde einfach nicht feucht. Es war so trocken, es hat so weh getan. Meine Lippen haben so gebröselt und ich hatte solche Schmerzen. Ich konnte nur so reden. Und ich lag da in der Aufwachstation und ich habe einfach nur Schmerzmittel. Es kam nichts mehr aus meinen Armen raus, weil ich einfach so ausgelaugt und tot war. Also wenn ihr hier diese IVs legt, davon hatte ich ja bestimmt 40 mehr in den Armen immer bekommen und es kam einfach nichts mehr aus meinen Armen raus. Die haben schon immer so gepresst und dann habe ich das an Hals bekommen. Einfach so eine fette IV in den Hals und das war auch heftig, aber ich war so tot, dass ich ja einfach nur chillen konnte. Das war quasi wie eine Operation, dann nochmal, die haben alles abgedeckt, krass infiziert und dann rein. Und wo sie rein sind,
auf einmal, der weitere Moment, wo ich dachte, ich sterbe, mein Herz war schon, hat schon so geschlagen, mir war so heiß, ich habe so geschwitzt die ganze Zeit und dann springt es mir einfach aus der Brust von 100 auf über 200. Ich fasse mit meiner Hand an mein Herz, es springt mir in die Hand, es hat so weh getan. Mein Herz hat so weh getan. Das hat wirklich aus allen, aus seinem Platz ist es die ganze Zeit rausgesprungen und so. So schnell, es hört nicht auf. Ich so, helft mir. Und ich kann wirklich nur so kaum reden. Und die machen alles so langsam. Und so, ja, er braucht das, er braucht das. Wir müssen es runterregeln. Aber es war alles so langsam. Und ich liege da so, ich fang so an zu weinen. Ich fange so an zu schwitzen. Mein Herz, ich habe hier das Ding, es blutet. Und ich nur so, bitte, ich will nicht sterben. Aber es kam kaum Wörter raus. Ich war so heiser. Und ich habe so geweint. Ich meine nur, bitte, ich will nicht sterben. Bitte helft mir. Und dann haben sie mir, ich weiß nicht was, irgendwas, und das hat das Herz dann so langsam beruhigt. Es war immer noch mega schnell, aber wieder etwas ruhiger. Und dann hatte ich das drin, was mega hilfreich war. Denn da konnte ich immer easy alles reingespritzt bekommen und Blut abgenommen bekommen. Denn in der Charité haben sie wirklich alles so super überprüft. Mir wurde alle 2 Stunden Blut abgenommen. Und hier hätten sie ewig rumdrücken müssen mit solchen Schmerzen. Und hier konnten sie einfach easy Blut abnehmen. Aber das hat mich auch einmal noch so ausgelaugt. Mir wurde so viel Blut abgenommen. Überlegt mal, alle 2 Stunden wird mir Blut abgenommen. Und ja, ich lag dann in dem Aufwachraum. Die haben mich sogar da behalten für die erste Nacht. Und das war auch eine der schlimmsten Nächte, weil ich solche Schmerzen hatte. Und ich einfach in so einem schwachen State war, dass ich halt auch solche Rückenschmerzen hatte, dass ich nicht mehr klar denken konnte, dass nichts mehr funktioniert hat. Und ich habe einfach diese 1000 Schläuche in mir. Und ich habe einfach die härtesten Schmerzmittel bekommen, von denen ich wirklich süchtig wurde für eine Weile. Weil das ist einfach, das ist wirklich, das härteste Schmerzmittel ist einfach eine Droge wie Heroin. Und die wirkt einfach auch hart. Sie kommt rein, besonders wenn man sie einfach hier in die Vene bekommt. Ihr seid sofort entspannt. Die Schmerzen gehen runter. Ihr seid auf einmal glücklich. Aber es hält leider nur so 20 Minuten. Und ich meine nur, bitte, kann ich es wieder haben? Ich habe solche Schmerzen. Und dann geben die mir was Milderes. Es hilft gar nicht. Ich so, nein, bitte kann ich das haben? Und dann in diesem Aufwachraum einfach die ganze Nacht zu liegen. Natürlich konnte ich nicht schlafen. Die Leute zu hören, die da alle aufwachen, wo es sich teilweise anhört, als würden die beim Aufwachen sterben. Die können auch dann teilweise nicht atmen, sich auch nicht räuspern. Und da gleich neben dieser Tür, Ärzte kommen immer rein und raus. Das war so eine schlimme Nacht, das waren so schlimme Schmerzen. Dann kam ich in die Intensivstation und die haben mir alle gesagt, ich bin der gesündeste Fall hier. Das sind so schlimme Fälle, einfach wenn man die ganze Zeit hört, wie Leute sterben, wenn man sieht, wie Leute sterben, wenn man einfach so krank ist und dann noch von solchen Vibes umgeben ist, das ist einfach so ein scheiß Umfeld. Aber die Charité ist so super, die Krankenschwestern, alle, die waren so nett, so hilfreich, die Kommunikation war da, sie haben mich alle verstanden, die Intensivstation so gut ausgerüstet, der ganze Raum voller Monitore, alles wird überwacht, aber ich meinte nur, gib mir das Schmerzmittel, gib mir der Rücken, alles hat mich umgebracht. Und dann meinen sie irgendwann, nein, du hast so viel davon, und dann geben sie mir orale Schmerzmittel. Ich nehme sie, nichts passiert. Ich meine, was ist das? Bitte gib mir das. Weil ich weiß einfach, gleich kommt der Arzt. Ich muss ihm erzählen, wie ich mich fühle mit dieser Magensonde. Reden tut so weh, schlucken tut so weh, alles tut so weh. Ich pack das nicht. Aber wenn ich ja dieses Schmerzmittel bekomme, dann ist für 15 Minuten alles okay. Aber ja, dann habe ich auch eingesehen, okay, ich kann nicht abhängig von diesem Scheiß sein. Das fickt mich noch so mehr aus dem Leben, weil das hat mich so müde gemacht. Und dann war ich immer, ich konnte ja nicht schlafen, aber dann musste ich so schlafen. Dann war ich in so einem Zwischenzustand immer und habe ihr wisst, was ich meine. Nach 2-3 Tagen kam ich aus der Intensivstation raus, oben in ein Zimmer. Und das war die Phase, wo ich wirklich alles an Muskeln und Fett verloren habe. Ich habe ja davor so über 90 Kilo gewogen, um die 90 Kilo. Und dann wirklich, wo ich mich gewogen habe, 70 Kilo. Heute Morgen 71 Kilo. In dieser Phase wurde ich wirklich so ausgelaugt. Konnte nichts essen und alles. Und dann Entzündungswerte, alles war so hoch. Ich kam oben in das Zimmer.
Ich hatte null Energie. Ich war die ganze Zeit, wie viel mehr kann der Körper ertragen. Dann habe ich langsam angefangen, was zu essen. Nur so ein ganz ein bisschen Joghurt und so. Und hat natürlich immer noch gar keinen Stuhlgang. Härtesten Darmverschluss ever. Und dann haben wieder diese fucking kolikartigen Schmerzen angefangen. Und ich will noch weniger Energie. Mit diesen ganzen Geräten in mir, mit so viel noch mehr Schmerzen. Noch diese kolikartigen Schmerzen on top. Ich war so, nein. Dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. Ich meine, davor konnte ich auch nicht schlafen, aber dann halt wieder gar nicht. Und die ganze Zeit diese Schmerzen, es raubt einem einfach so viel Energie, die ich nicht habe, und Stress. Dann haben sie mir, und die Ärzte waren aber alle so lieb, okay, er hat schon so viel Schmerzen ertragen, wir müssen jetzt was machen, mitten in der Nacht, haben mir dann so ein Lösungsmittel gegeben, was das Schlimmste war, was ich je getrunken habe. Es hat geschmeckt wie pures Gift. Und ich musste es komplett trinken und es war so viel und ich hätte mich die ganze Zeit so fast übergeben. Aber ich habe es geschafft, weil ich wusste, ich brauche das für den X-Ray, damit man es sieht. Habe es in mich reingenommen und dann ging es mir noch so viel schlechter. Ich dachte, ich bin schon am Boden. Aber nein, es war noch so viel schlimmer damit. Aber behalte es drin. Und meine Mutter hat mich so supportet. Die kam an so schlimmen Nächten wie diese, kam sie ins Krankenhaus. Sie lag neben mir im Bett und hat mich so unterstützt. Ich hatte solche Schmerzen. Ich habe meine Hand oben da reingepresst, um den Schmerz zu verteilen. Und meine Mutter meinte, nein, nimm die Hand raus. Die Hand war komplett blau. Und ich meine so, Mami, aber ich muss den Schmerz verteilen. Es tut so weh. Und dann musst du aber immer liefern. Du wirst dann runtergefahren zum X-Ray und du musst dich dann dahin hieven und so krass versuchen, nicht zu kotzen, weil du willst die Resultate. Und dann sollte 2 Stunden später wieder ein X-Ray gemacht werden. Aber es kam einfach alles raus. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gekotzt. Den ganzen Boden voll, 6 Tüten voll. Es hat so weh getan, im Bauch zu kotzen. Und der fucking X-Ray hat dann auch nichts gezeigt, weil es einfach nicht aus meinem Magen rauskam. Dann habe ich wieder eine Magensonde gebraucht. Die andere wurde schon rausgenommen. Und wenn die rausgenommen wird, ist es so blutig, ist so zerstört. Und dann wieder eine reinzukriegen. Ich habe gleich wieder meine Reaktion. Ich habe so geweint. Aber die Ärzte da sind so top. Mitten in der Nacht, der hat mich so unterstützt. Der meinte so, hey. Es muss nicht sein. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber es wird dir einfach extrem, extrem helfen. Lass es uns versuchen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und wir machen es ganz langsam. Immer wenn du schluckst, ich sehe das, dann machen wir ganz langsam. Du kannst dabei trinken. Und der hat es so langsam gemacht. Meine Mutter war da, sie hat mein Ohr massiert und sie meinte, du schaffst das. Das hat mich so beruhigt. Und er hat es so langsam gemacht, immer wenn ich geschluckt habe. Es hat so weh getan, aber wir haben es geschafft. Der hat es so toll gemacht. Und dann hatte ich diese Magensonde drin, die so wichtig war, denn die war einfach, ich konnte dann schlafen und dann wache ich auf und oh mein Gott, es musste gewechselt werden, weil diese 1,5 Liter, die da reinpassen, das war einfach voll. Es kam alles auf meinen Magen raus, mein Magen hat es nicht mehr weiter abtransportiert, weil der Darmverschluss einfach alles angesammelt hat irgendwie, dass es nicht mal mehr aus meinem Magen rauskam. Und deswegen war die so wichtig, weil sonst wäre es einfach da gewesen, ich hätte es wieder rausgekotzt, ich hätte noch schlechter atmen können und alles, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die war so wichtig, aber die hat dann wieder so weh getan. Und dann wurde es besser. Von Anfang an habe ich Gott sei Dank schon nach der Operation Abführmittel bekommen, richtig gute, jeden Tag, 3-mal am Tag, Movicol und Einläufe, weil in Bali haben die so lange gewartet. Ich bin Tage nicht aufs Klo gegangen, pu. Und erst nach einer Woche, okay, geben wir mal einen Einlauf, anstatt von vornherein. In der Charité haben sie es von Anfang an gemacht. Und dann, mit meiner Mutter war ich am Klo, so häufig. Ich habe mich gezwungen, mich irgendwie zu bewegen, damit der Darm sich irgendwie bewegt. Und dann kam langsam ein bisschen Luft und ein bisschen Durchfall raus. Ich habe mit meiner Mutter am Klo so gefeiert. Sie saß einfach die ganze Zeit neben mir, hat mich gestreichelt, ich habe klassische Musik gehört. Sie hat meinen Nacken massiert, denn der hat so weh getan. Solche Nackenschmerzen, immer noch. Also jetzt nur noch normale Nackenschmerzen, aber nicht mehr diese stechenden. Und dann, sobald es angefangen hat, langsam was rauszukommen, wurden die kolikartigen Schmerzen weniger und weniger. Und dann Step by Step wurde es besser. Die Magensonde kam raus. Wo sie rauskam, es war so, es kam nichts mehr in den Beutel. Sie hätte rauskommen können. Ich meine, können wir es bitte sofort raustun? Er meinte, wir müssen noch ein bisschen gucken, dass nichts rauskommt.
7 Stunden später wurde sie rausgenommen und ich saß da nur so, weil ich einfach nichts mehr machen konnte, nicht schlafen, gar nichts, weil es so wehgetan hat, weil es hat so gekratzt, jeder Atemzug hat so gekratzt. Wie ich euch erzählt habe, ich habe die ganze Schmerzpalette von allen Schmerzen erfahren müssen und dann nach 7 Stunden kam es und der hat es rausgenommen. Es war so blutig. Ich habe immer noch Nasenbluten, es kam so viel Blut danach raus. Ich war so erleichtert, weil dann konnte ich endlich wieder schlucken, relativ ohne Schmerzen. Ich konnte wieder reden, denn reden hat so weh getan. Ich konnte mich dann langsam anfangen zu räuspern. Ich konnte anfangen richtig zu trinken, nicht nur so mit Strohhalm. Die Charité ist so toll, so toll, so toll. Die Ärzte haben mir alle so geholfen, so viel Beistand geleistet. Von allen, die mir das Essen gebracht hat, die Oberärztin, die Krankenschwester, die Putzfrau, die einfach da so Paperkram ausgefüllt hat, die meinte einfach so, die haben mich in so schlimmen Situationen gesehen, die meinten einfach so, hey, aber du musst positiv bleiben, du musst lachen. Und ich meine so, können Sie mir irgendwas erzählen, was mich zum Lächeln bringt? Und dann zeigt sie mir ein Bild von ihrem Enkel, der zum ersten Mal Nahrung isst und zwar gekochter Brokkoli und sie meinte so, der Arme muss Brokkoli essen. Ich meine so, hä, ich liebe Brokkoli. Und ich musste einfach so grinsen, das hat mich so happy gemacht. Und einfach diese Connection, das hat mir so viel gegeben. In Bali, da war null Connection, es war so kalt, ich konnte nicht mit denen reden, denen war alles scheißegal, die hatten keinen Plan und die waren hier alle so herzenslieb. Also eine Krankenschwester, die war jetzt wirklich nicht so nice, aber es war nur eine von wirklich Hunderten, die ich hatte, war es nur eine, die nicht so nice war. So dankbar. Ich hatte ein Einzelzimmer, okay, das war aber nur, weil ich in Quarantäne war, weil ich kam aus Bali und einfach in Deutschland. Lieber sind wir einfach mega vorsichtig, was so toll ist und behandeln mich mal so, als hätte ich irgendwas mitgebracht und bringen mich in Quarantäne. Das heißt, immer wenn sie zu mir kamen, volle Montur und haben Abstriche gemacht und die haben natürlich dann 3 Tage später gezeigt, dass ich nicht hatte, aber konnte dann das Einzelzimmer behalten, so dankbar dafür, weil ich konnte einfach klassische Musik hören, richtig denken. Und wenn man einfach noch einen anderen oder 2 andere kranke Menschen im Zimmer hat und die haben auch immer was, das ist einfach noch zusätzliche Energie, die einem geraubt wird. Deswegen, ich bin so dankbar, dass ich ein Einzelzimmer hatte, da einfach immer mit meiner Mutter reden konnte und so. Und ja, dann wurde es besser und besser. Wo ich dann die Narbe das erste Mal gesehen habe, da habe ich auch wieder so geweint, weil mir war es gar nicht klar, dass die Narbe so hoch geht. Da habe ich gesehen, fuck, die ist noch offen, ich habe keinen Bauchnabel mehr. Dann wurde die Narbe zugenäht, in meinem Krankenbett. Da wurde dann dieses Gerät entnommen. Oh, das waren auch wieder so eklige Schmerzen. Die ganzen Stiche, um es eben zu betäuben. Erstmal hat so weh getan, weil mein ganzer Bauch ist ja so eine Bauchstelle. Es waren solche Schmerzen und dann dieser Schwamm hat so festgeklebt, den da rauszuziehen. Es war so ein ekliger Schmerz. Blob. Der ganze Körper hat so gezittert. Und es war, ach. Und dann das Zunähen war okay, aber ist auch überhaupt nicht geil. Und ja, es ist leider immer noch so offen und ich habe da noch ein Bedenken, weil es an einer Stelle so offen ist und so eitrig aussieht. Aber sie meinten, das bringt nichts, das jetzt alles so oben zuzunähen. Das muss von unten nach oben zu wachsen und es dauert jetzt halt Wochen bis Monate und es ist einfach kein geiles Gefühl, einen offenen Bauch zu haben, zu wissen, wie offen es ist. Heute war ich wieder in Charité, habe ein Foto gemacht, es mir angeguckt, oh mein Gott, und ich hoffe, dass da jetzt nicht noch eine fette Infektion oder so kommt, weil es sind immer noch Schmerzen, nicht im Vergleich zu den Schmerzen, die ich hatte, aber ich hoffe einfach, es wächst gut zu und es wird eine riesen fette Narbe, aber es ist mir wirklich scheißegal, ich bin so erstaunt von mir selber, dass mir wirklich Äußerlichkeiten gerade so scheißegal sind. Ich bin so dankbar, kaum noch Schmerzen zu haben, nicht mehr diese kolikartigen Schmerzen, nicht mehr denken, ich sterbe, keine Magensonde mehr drin zu haben, nicht mehr diese ganzen Geräte, Stuhlgang zu haben, wieder essen zu können, so das Geld und die kosmetischen Dinge wie diese Narbe ist mir so scheißegal. Ich bin einfach so glücklich, so dankbar in der Charité. Ich habe die ganze Zeit so gegrinst, wo ich dann wieder rumlaufen konnte, wie schön, wie sauber das Krankenhaus ist, wie riesig, wie ich mich da mobilisieren kann, vom 1. bis zum 20. Stock, unten ein schönes Café. Und dann höre ich andere Leute, die sich da einfach mega beschweren, oh, die Charité ist so schlecht. Das war so,
Alter, ihr braucht Perspektive. Ihr müsst mal ins Ausland, ins Krankenhaus. Ihr müsst ins Bali, nach Bali oder irgendwo anders im Krankenhaus, um den Vergleich zu sehen. Ich könnte euch noch 1 Million Sachen aufzählen, wie schlimm es da in dem Bali-Krankenhaus war. Aber ich bin einfach dankbar, dass sie da am Anfang mich operiert haben und mir das Leben gerettet haben, auch wenn sie so viel zerstört haben. Dann mit der zweiten Operation bin ich einfach dankbar für die erste und hoffe, dass jetzt alles wieder gut wird, dass mein Darm jetzt wieder richtig heilt, dass ich wieder wirklich die Berge von Hülsenfrüchten und alles essen kann wieder vor. Aber ich bin so zuversichtlich, denn ich esse jeden Tag normaler und es funktioniert gut und ich habe jeden Tag Stuhlgang und ich nehme kaum noch was Abführendes und kaum noch Medikamente. Und ja, ich hoffe jetzt einfach nur noch, dass die Narbe gut zuwächst. Mit übermorgen habe ich meinen nächsten Termin. Und mache immer Fotos und dokumentiere das. Und, aber dieses eine fette Loch da, das macht mir echt zu schaffen. Und halt diese Schmerzen auch vor dem offenen Bauch, ist einfach gar kein gutes Gefühl. Aber ich bin so happy, jetzt zu Hause zu sein. So happy nach 1,5 Monaten Krankenhaus. So happy. Weil einfach kranke Vibes, ich habe es nicht mehr ausgehalten, kranke Leute zu sehen. Denn es zieht einen so runter, wenn man selber in so einem schwachen State ist. So, jemand hat mir die Netflix-Serie empfohlen, Charité. Da habe ich angefangen. Das sah auch mega nice aus, aber dann ging es halt gleich zur ersten Operation und ich kann sowas nicht sehen. Denn wenn man selber noch so offen ist, in so einem schwachen Zustand, dann kann man sowas nicht sehen. Und wenn man halt 24/7 immer in einem Krankenhaus ist und dann einfach in der Charité, ich habe auch Leute gesehen, die sind gestorben. Du hörst Leute trauern. Alle sagen so mein Beileid, das geht nicht an dir vorbei. Das berührt dich einfach so krass. Du sitzt dann in deinem Zimmer und du weinst selber. Du siehst Leute, die haben ihr Bein verloren. Du siehst Leute, die werden rumgefahren. Du weißt, das sieht gar nicht gut aus. Und es zieht dich einfach runter, diese kranken Vibes. Deswegen bin ich so happy, hier raus zu sein. Aber es war so ein angenehmer Aufenthalt in der Charité. Besonders am Ende, wo es mir gut ging. Veganes Essen. Meine Mutter hat mir noch besseres veganes Essen vorbeigebracht. Da rumzulaufen. Ich hatte 3 verschiedene Physiotherapeuten, die haben mir super Atemtechniken gezeigt, Mobilisationstechniken, alle haben sich so super um mich gekümmert. Jeden Tag, wenn die Visite reinkam, so viele Ärzte mit Computer haben alles kontrolliert, die ganzen Blutwerte, Entzündungswerte, dass alles in die richtige Richtung geht, die ganzen Medikamente richtig abgestimmt, alle Werte, die low waren, supplementiert, so super gekümmert. Alle waren so lieb und toll zu mir. Ich habe so eine Bindung zu denen aufgebaut. Und ich sehe einfach alles jetzt so positiv. Ich könnte euch jetzt noch so viele Details erzählen, aber fuck it, das war's. Ich bin so froh, damit jetzt abgeschlossen zu haben, dass das Video jetzt zu Ende ist. Und ich bin einfach nur so dankbar für alles. So, so happy, ey. Und ich weiß, auch wenn es jetzt noch zynisch klingt, so in einem Jahr oder so, vielleicht schon in einem halben Jahr, aber wenn ich dann wieder trainieren kann, wieder Muskeln aufbauen und so, dann werde ich zurückgucken und wahrscheinlich sagen, dass das eine der Sachen war eine der besten Sachen, die mir je passiert ist. Ihr kennt es, ihr seid so 3 Tage krank und ihr seid wieder gesund, so, oh, ich bin so dankbar, gesund zu sein. Wenn man durch sowas durchgeht und dann wieder keine Schmerzen hat und gesund ist, dann ist diese Dankbarkeit so im Gehirn eingebrannt, dass man das nie vergessen wird. Davon bin ich überzeugt. Ich habe einfach so eine Dankbarkeit, so eine Wertschätzung fürs Leben, worauf es wirklich ankommt, habe mich so krass nochmal selber gefunden, bin diese ganzen so, oh, ich bin cool, ich tue irgendwas zu sein, alles losgeworden, bin einfach 100% ich selber, bin so verletzlich geworden, so viel Stärke, dass ich mich in so einer verletzlichen Situation zeige und bin einfach 100% ich selber und versuche nicht irgendwie zu tun, jemand zu sein, cool zu sein oder so und mich von irgendwie Musik und so formen zu lassen. Ja, Mann, ich muss krass flexen. Ich muss gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe gesehen, wer meine echten Freunde sind. Ich habe gesehen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Gelernt, meine ich. Und habe jetzt mega nice neuen Content. So kann jetzt so vielen Leuten helfen, eine gesunde Darmflora aufzubauen. Denn so viele Leute haben einfach nur Chunk gegessen. Ich habe Antibiotika geschluckt. Andere Leute haben nur Chunk gegessen, haben auch eine scheiß Darmflora. Jetzt kann ich euch zeigen, wie ich sie wieder gut aufbaue. Dementsprechend könnt ihr es auch machen. Ich kann euch wieder zeigen, wie ich von Anfang an Muskeln aufbaue. Ich sehe es alles so positiv. Zurück zu meinen Wurzeln, deutschen Content, meiner Muttersprache, denn die meisten meiner Follower sind alle deutsch. Ich habe einfach mit dem Englischen so einen Schrott probiert, einfach wollte so Mainstream erreichen und dachte einfach, dazu muss ich mega cringy
und shocking sein und irgendeinen Scheiß machen, aber hat nicht funktioniert. Gott sei Dank, weil ich will doch auch nicht Mainstream erreichen, ich will doch nicht nur Idioten erreichen. Meine deutsche Community sind einfach, es ist so eine tiefe Verbindung. Ihr schreibt mir so liebe Kommentare, ihr gebt mir so viel Mehrwert und es fühlt sich so an, als wären wir echt Freunde. Und ja, ich kann euch so viele Sachen jetzt aufzählen. Ich habe einfach so viel, so, dass ich einfach schon alles habe, habe ich festgestellt. Ich habe schon alles. Ich habe das geilste Leben. Ich habe hier eine Traumwohnung. Ich bin am Leben. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe die beste Familie. Ich habe die besten Freunde. Mir geht es finanziell gut. Ich hab schon alles. Und ich habe überhaupt nicht mehr diese Fear of Missing Out und diesen Wettlauf, oh, ich muss dahin kommen, erst da bin ich glücklich. Nein, Mann, slow down, ich habe schon alles. Step by step. Mach mal langsam. Ich habe so viel mehr Geduld. Ich habe einfach so eine nice Unterhaltung heute mit meinem Uber-Fahrer gehabt, im Weg ins Krankenhaus. Und es hat mich einfach so glücklich gemacht. Und sonst wäre ich so, nein, Mann, ich bin so busy, ich muss am Handy hustlen, keine Zeit mit dem zu reden. Nein, Handy weg. Und mit dem geredet und es war einfach mega nice. Und da war ich so, wow, einfach ein weiterer schöner sozialer Kontakt heute. Ich bin hier ja die meiste Zeit allein. Was ja auch gut so ist, denn ich will mich nicht jetzt vielen Viren und draußen und so aussetzen in diesem schwachen Zustand. Deswegen bin ich die meiste Zeit jetzt hier alleine zu Hause, womit ich kein Problem habe. Aber jeder soziale Kontakt ist schön. Und habe schon eine Vegan Cooking Night geplant mit meinen Freunden. Viele Freunde kommen mich die Tage besuchen und so. Alles gut, aber einfach am Tag so ein, mit einem Fremden einfach eine schöne, kurze Unterhaltung zu haben, auch wenn es was Kleines ist. Es gibt einfach so viel und ihr gebt ihnen so viel. So, ich habe einfach mit den Krankenschwestern und den ganzen Studenten da einfach eine kurze, nice Unterhaltung gehabt. Und es hat mich einfach so happy gemacht und du merkst, wie es die so happy macht. Die haben einfach einen schöneren Tag, ich habe einen schöneren Tag. Heute, meiner Nachbarin wurde die ganzen Koro-Sachen abgegeben. So ein schweres Paket. Ich war so, oh, hoffentlich ist sie so nett und hilft mir, es hochzutragen. Ich habe ihr erzählt von meiner Situation. Und es war einfach ein junges, liebes Mädchen in meinem Alter, eine Studentin. Ich war so, wow, solche Leute leben auch hier, weil sonst habe ich hier immer nur ältere Leute gesehen im Haus. Und ich habe sie erzählt, sie meinte so, ja klar, sie hat es mir hochgetragen. Wir hatten so eine liebe Unterhaltung. Sie war mindestens 20 Minuten hier in meiner Wohnung. Ich habe ihr so für die ganzen Koro-Produkte gezeigt. Ich habe ihr als Dankeschön eine Cashew-Butter geschenkt. Und wir hatten so eine schöne Unterhaltung. Sie hat auch angeboten, hey, wenn du bei irgendwas Hilfe brauchst noch in deinem Zustand, kannst du mich gerne fragen und einfach jetzt wissen, wow, hier wohnt jemand im ersten Stock, der mir helfen würde, der mega nice ist. Das gibt mir einfach so ein nices Gefühl. Und weil ich, ja, okay, ich höre jetzt auf zu labern. Oh, ich bin stolz auf mich, ich habe kaum geweint. Ich habe auch manche Situationen ausgelassen, so ein bisschen, weil ich jetzt nicht ewig noch so, ich habe jetzt damit abgeschlossen, das Video ist dann. Jetzt wisst ihr so Bescheid, das waren die 3 Operationen und alles wird jetzt besser. Ich hoffe nur, dass die Narbe sich gut entwickelt, dass sie gut zuheilt und da jetzt sich nicht krass entzündet oder die Entzündung, die da ist, weggeht und alles gut wird. Und ja, und ich bin einfach so happy, zu Hause zu sein. Puh, das war jetzt so anstrengend, das Video für mich. Ich muss jetzt hart chillen. Ich habe nicht mal einen Schluck von meiner heißen Schoki genommen, aber ich wollte einfach das Video fertig bringen. Und ich freue mich so auf die nächsten Videos, die ich mache. Auf dieses Video hatte ich nicht so Bock, aber es war einfach wichtig für mich. Ich bekomme so viele Fragen und jetzt kann ich Leuten das Video einfach schicken. Und ich mache es nicht auf Englisch, denn ich packe das nicht. Die Leute, die kein Deutsch sprechen, die haben da einfach Pech gehabt. Und ich wollte es einfach auf Deutsch machen, weil es fällt mir leichter und es ist authentischer und das fühlt sich richtig an. Falls ihr es nicht angeguckt habt, das Video, kein Problem. Kann ich voll verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte auf so ein Video. Falls ihr es euch angeguckt habt, danke, dass ihr euch so dafür interessiert. Danke, dass ihr wahrscheinlich meine Stories angeguckt habt und mir so viel Stärke gegeben habt. Eure ganzen DMs, euer ganzes Support. Es ist so einfach zu sagen, wie viel es mir bedeutet, aber es hat mir wirklich und es bedeutet mir so, so viel. Einfach dieses Gefühl, dass so viele Leute sich für dich interessieren und mit dir wirklich mitfühlen. Es gibt dir einfach so eine Geborgenheit. Ist schwer zu beschreiben. Aber weil viele DMs, die sind auch so persönlich, so deep. Und das gibt mir einfach so viel Wärme und so viel Liebe. Und gibt mir einfach dieses schöne Gefühl. Und dafür möchte ich mich so, so krass bei euch bedanken. Es wird jetzt schon dunkel.
Ich mache es mir jetzt richtig gemütlich und bin einfach nur happy. Einfach nur happy. Das Video ist fertig, ich habe es geschafft. Danke für alles. Jetzt nehmen wir noch einen Schluck vom Kakao. Der ist jetzt schon kalt, aber ist doch scheißegal. Mmh. Mmh. Leute, schaut mal in den nächsten Videos für dieses Kakao-Rezept. Ah! Bisschen spicy, was ich übelst feiere. Das könnt ihr dann machen, wie ihr Bock habt, ob ihr auch die Spices addet. Aber ich finde es so mega, mega nice. Okay, wir sehen uns vielleicht schon morgen, denn ich habe richtig Bock, Videos zu machen, denn ich bin jetzt zu Hause und ich will euch ein Update geben, wie nice ich meine Wohnung organisiert habe, will euch die Koro-Sachen zeigen und meine Ernährung jetzt, wie ich immer mehr umsteige von Schonkost auf Whole Food Plant-Based und es auch so gut klappt, aber ich mache echt langsam Step-by-Step, was so wichtig ist. Es wäre jetzt überhaupt nicht gut, meinen Magen zu überfordern, mega aufzublähen, vielleicht wieder einen Darmverschluss zu bekommen oder so. Nein, 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 vor den kolikartigen Schmerzen. Das ist mein Kryptonit, die will ich nie wieder erfahren. Deswegen mache ich ganz langsam den Umstieg von Schonkost auf vollwertige Ernährung. Aber will es halt alles dokumentieren, deswegen sehen wir uns vielleicht schon morgen wieder. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Peace out.